Lass mich rein, bitte. Tini, ich weiß, dass du da bist. Tini! Mach auf! Tini! Ich verbitte dir! Bitchy! Tini! Hör nicht hin! Achim, du hast mir doch versprochen. Kein Wort, bitte. Wenn das hier alles glatt über die Bühne geht, nehme ich mir 2 Tage frei und schlafe durch. Im Büro weiß keiner, wo ich bin. Hab nicht meinen Pieper mit. Aber für alle Fälle meine Waffe. Und langsam müsste aber rauskommen. Wo soll das sein? Bitte? Na, ich hab nicht hingehört. Sollen die doch ihre Autos zu Schrott fahren, ist mir doch egal. Gibt ja eh noch davon. Im Moment habe ich ganz andere Sorgen. Ob der mich überhaupt wiedererkennt nach 6 Jahren? Na klar, Willi schon. Bin mal gespannt, was er macht, wenn ich ihm sage, tut mir leid, Willi, dass du früher entlassen wirst. Aber ich habe was Leuten gehört. Danach würdest du den morgigen Tag nicht mehr überleben. Also sei vernünftig und mach eine Fliege. Und dann bloß keine Faxen machen, Willi, weißt du? Sonst stehe ich ganz schön dumm da. Guten Abend, Willi. Schön, dich wiederzusehen. Also dich habe ich hier nur ja nicht erwartet. Na, wen denn sonst? Ja, komm, steig ein, Willi. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hab Zeit. Warum soll ich da einsteigen, Kommissar? Ich bin jetzt ein freier Mann. Soll ja ein paar Stunden eher raus. Nach Hause gehen kann ich auch alleine. Wen aber nicht nach Hause? Willi, komm. Wieso? Soll das wieder eine Verhaftung sein oder was? Nee, ist eine Privatsache. Dein Koffer ist schon gepackt, der liegt da drinne. Du musst heute noch raus aus Berlin. Ich denk ja nicht dran. Wem ist denn das eingefallen? Mir. Sie wissen was? Mhm. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel, dass du dir für morgen eine Waffe bestellt hast und dass du Kruger besuchen willst. Na und? Na und? Ich muss ihm jetzt klipp und klar sagen, was hier draußen los ist. Ich muss ihm klar machen, dass dieses Schwein von Gruber alles vorbereitet hat, ihn morgen in eine Falle zu locken, um ihn dann durch seine Leute umlegen zu lassen. Komm, stell dich nicht so an und steig ein. Na dann. Zeigen Sie mal den Koffer. Na bitte. Was hat gesessen? Was würde ich dann machen, wenn ich an Willis Stelle wäre? Wenn dieser Ganove Kruger mein Kumpel gewesen wäre? Ich weiß nicht. Das ist ja auch Quatsch. Tatsache ist, dass Kruger ihn damals an die Polizei verpfiffen hat. Sowas verzeiht man nicht. Und Willi schon gar nicht. Hoffentlich macht er keinen Blödsinn. So wie der aussieht. Vor 6 Jahren haben sie mich eingelacht. Okay. Ist in Ordnung, ist ihr Job. Sie sind ein Bulle. Aber das hier geht nicht in Ordnung.
Glaubst du, was nennt man Nötigung? Hm? Ist es aber nicht. Warum machen Sie das alles? Der wird sich wundern, wenn ich ihm gleich sage, dass seine Freundin Barbara ihn in Düsseldorf vom Flughafen abholt. Und das Ticket habe ich auch bezahlt. Ich glaube, ich habe sie nicht alle. Genau wie die da. Entschuldigung, für den Ton von vorhin. Schon gut. Danke. Störe ich dich? Nein, nein, ich habe nur noch ein paar Worte zu übersetzen. Weißt du eigentlich, was Trajectory auf Deutsch heißt? Was? Flugbahn. Flugbahn über Island nach. Flugbahn. Bist du dir immer noch so sicher, dass Dini deine Tochter ist? Was soll das? Ja, sie ist meine Tochter. Und ich bin deine Frau! Nein! Wenn du das nochmal machst, spring ich raus! Ich schwör's. Fahr schneller. Wohin? Egal. Und wenn ich mich jetzt scheiden lasse? Bitte, tu's. Die Kinder kommen mit mir. Und du glaubst, dass Tini mit dir geht? Sicher. Nein. Sie bleibt bei mir. Nein. Ja. Letzter Aufruf für die Passagiere des Euro-Berlin-Fluges 3095 nach Düsseldorf. Flugsteig 5. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, hier einfach abzuhauen. Die ganzen 6 Jahre im Knast. Da ich nur darauf gewartet, dass ich zu diesem scheiß Kruger hingehe und sage, Kruger, hier bin ich. Vielleicht haben Sie nicht recht. Ihr könnt ja auch schneller sein als die. Dann müsste ich dich verhaften. Das würden Sie tun? Natürlich. Komm, hör auf mit der Spinnerei, Willi. Also ihr Pferdeding. Ist ja ohne Rückflug. Ohne. Ja, und Barbara hat auch so ein Ticket. Also Düsseldorf. So, das haben wir geschafft. Ich glaube, der wird mir irgendwie fehlen. Von dieser Sorte gibt's nicht mehr viel. Als ich ihn damals verhaftet habe, hätte er mich glatt umlegen können. Er hätte nur abdrücken brauchen. Hat er aber nicht. Und darüber hat er noch nie ein Wort verloren. Gefällt mir. Tja, jetzt sind wir quitt. Mach's gut, Willi. Bis zum nächsten Mal. Aber besser nicht. Dini, steig aus. Es ist das letzte Mal, dass ich dich hier sehe. Sie werden sich noch wundern. Verrückt wie deine Schwester. Auch eine Begrüßung. Die spinnt. Ich denke, du bist in Hannover. Das habe ich mir anders überlegt. Du,
Es ist besser, du lässt Tini eine Weile in Ruhe. Nein. Hast du den Krach hier mitbekommen? Ja. Dein Alter dreht langsam durch. Ich verstehe das alles nicht. Es macht mich auch langsam krank. Mich auch. Es ist mir ernst mit Tini. Das kannst du deinem Vater ruhig sagen. Lass das. Warum soll ich Tini in Ruhe lassen? Ich bin jetzt 25. Ich will eine Frau, vielleicht auch Kinder. Sei still. Man kann wirklich die Uhr nach ihm stellen. Zuerst der Hund. Hopp. Und jetzt die kostbaren Messgeräte. Die dürfen um Gottes Willen nicht in der Fabrik bleiben. Wo fährt der hin? Und seine Firma, Nachtdienst. Jetzt willst du doch zu Tini. Ja. Sag mal, wie lange seid ihr eigentlich zusammen? Knappes Jahr. Die Kinder, alles in Ordnung? Läuft alles prima. Du trinkst? Ja. Auch noch aus meiner Flasche? Du hast mich, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Und du? Ich weiß es auch nicht. Geh zu Richie. Ein Bier? Nein. Oder ein Whisky? Schon gar nicht. Ich muss jetzt aufpassen, ich bin Profifußballer geworden. Ich wollte es dir vorhin schon sagen. Ich habe heute meinen Vertrag zugeschickt bekommen. Ist nicht so toll, aber ich bin drin. Warum gehst du nicht woanders hin? Nach Italien? Da gibt's doch tolle Fußballclubs. Inter Mailand, oder? Warum sollte ich? Weil das weit weg ist. Da würde ich mit dir kommen. Ist das wahr? Sag das noch mal. Und dann heiraten wir, okay? Vater will dich sprechen. Ja?
Ja, ich weiß. Was? Ja. Komm nicht zu spät. Sie bleibt hier. Was? Wer sagt das? Ich sage das. Keine Angst. Ich mache meine Ausbildung hier in Berlin fertig. Ich muss nur noch den Vertrag unterschreiben. Deswegen bin ich auch hier. Nein, nein, du gehst zurück nach Hannover. Ich denke nicht daran. Solange du von meinem Brot isst, wirst du tun, was ich dir sage. Ich bleibe hier. Und Tini kommt heute nicht zu dir. Und ich will, dass du in 2 Stunden zurück bist. Und dann reden wir über... Harry. Harry. Du solltest ihm wieder seinen Kaffee bringen, stimmt's? Nein. Ich soll bloß aufpassen, dass Mutti nichts trinkt. Sie hatten wohl Streit, oder? Worum geht's? Willst du jetzt hier? Na, worum geht's? Nichts! Kleine Meinungsverschiedenheit. Hm. Kommt in den besten Familien vor. Los, komm, setz dich. Trink mir auf dein erstes Bundesliga-Tor. Zweite Liga. Mach doch nichts. Prost. Aber glaub nicht, dass ich Angst vor ihm habe. Das hat ja niemand gesagt. Aber gedacht hast du's. Aber ich habe keine Angst vor ihm, Salz. Verdammt, wo ist denn die Flasche? Tini? 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 Tini! Wo bist du hin? Ist weg. Also ist sie doch hingegangen. Sie ist hingegangen? Wohin? Irgendeinem Kerl. Na los, ich hab dich was gefragt! Wo ist sie? Ich will wissen, wo sie ist! Oh, geh doch weg, geh dich! Wo ist... Hau ab! Los, hau ab! Ich will's jetzt wissen, wo ist Tini? Wo ist sie? Ich will es jetzt wissen! Los, sag's mir! Lassen Sie ihn. Komm. Tini ist bei ihrem Vater. Und was macht sie da, Frau Wiegand? Was sie da macht? Los, komm. Ich bring dich hin.
euch! Tini, wo ist er? Oh. Wo ist er? Geh weg! Wo er ist? Ich will, dass es weggeht! Lass sie! Tini! Hat sich der Alte geschlagen? Er wollte, wegen Richie, aber ich bin abgehauen. Komm! Wo ist der? Wo ist der Schwein? Wo ich ihn finde, hab ich dich gefragt, ne? Und jetzt sagst du nicht Sau. Du sagst Sau. Machen Sie mal den Laden dicht, Gerber. Junge, es wird wieder mal im Schnellgang durch. Hier, den habe ich da drin gefunden. Sieht aus wie von seiner Jacke. Ich gebe ihn mit zu den anderen Sachen. Außer einer kurzen Eisenstange im Kessel haben sie sowieso nichts gefunden. Fingerabdrücke? Jede Menge. Werde ich wohl ein bisschen suchen müssen, was dazu passt. Ja, ja.
weiß, dass Herr Wiegand hier ganz in der Nähe wohnt, aber war es denn üblich, dass er noch so spät gearbeitet hat? Ja, bei ihm war es üblich. Er musste den Kessel nach Gasresten kontrollieren. Persönlich, das hat er sich nie nehmen lassen. Da hätte sich manch einer eine Scheibe von abschneiden können. Arbeiten Sie immer nachts? Tagsüber schlafe ich ja. Ach ja. Ja, wir sind schon fertig. War denn heute irgendetwas anders als sonst? Wir kommen dann, ja? Ende. Los. Dass er eben nicht zurückgekommen ist. Mhm. Danke. Ich war zwar mal kurz weg, aber sein Auto stand ja noch da. Ja, und deshalb sind Sie nachgucken gegangen, ja? Zuerst ist mir aufgefallen, dass der Hund nirgendwo zu sehen war. Moment mal, der Hund? Ja, der Harry. Und da wollte ich nachschauen. Ach ja? Hatte ich gleich so ein komisches Gefühl. Ich meine, es ist nicht üblich, dass die Luken an einem Kessel dicht sind und das... Dann haben Sie den Herrn Wiegand aus dem Kessel rausgeschleppt, ja? Alleine. Ja. So, und jetzt zeigen Sie es mir mal. Wo hat er denn gelegen? Da. Ungefähr da. Da hinten? Aha. Und von da hinten bis hierher. Da haben Sie geschleppt. Ja. Naja, dann schleppen Sie mich mal raus. Es war ganz steif. Es war furchtbar. Bloß, er war um einiges leichter als Sie. Ja, dann haben Sie ihn weggetragen. Ja. Haben Sie das Gas gerochen? Das ist es ja. Es ist da, aber man riecht es nicht. Ich bin tot, hat er geflüstert. Herr Wiegand? Mein Name ist Markowitz, Kripo. Der Kessel, in dem Sie lagen, hatte zwei Luken. Beide waren verriegelt. Von außen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Markowitz, Kriminalpolizei, guten Tag. Mein Mann hatte keine Feinde. Weder in der Firma noch. Er war ein guter Mann. Ist Frau Wiegand? Der Tee ist fertig. Ja, natürlich. Ist. Verzeihen Sie, ich bin etwas... dieser schreckliche Unfall. Ich habe gehört, Sie waren im Krankenhaus. Darf ich? Bitte. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Was hat er gesagt? Ich möchte beichten. Er hat gesagt, ich möchte beichten. Waren Sie auch im Krankenhaus? Ja, eben. Und wird er den Unfall überleben? Ich bin kein Arzt. Die Post.
Das ist meine Tochter Tini, Herr Markowitz. Guten Tag. Tag. Kann mir einer was über den gestrigen Abend sagen? Wo waren Sie, Frau Wiegand? Wo du gestern warst, will er wissen. Bitte? Na, was Sie gestern Abend gemacht haben, Frau Wiegand. Ich war zu Hause, wie üblich. Bis der Anruf kam. Der Anruf vom... Pförtner. Kino? Ich war im Kino. Allein? Ja. Ich bin gestern Nacht erst spät nach Hause gekommen. Mit dem Zug aus Hannover. Ich lerne dort Reisebürokaufmann im Reisebüro meiner Tante. Wann ist denn der Zug in Berlin angekommen? Was geht das die Polizei eigentlich an? Mein Vater hatte einen Unfall. Er liegt im Sterben. Herrgott noch mal! Stefan! Bitte. Und Sie fangen an, die ganze Familie zu verhören. Ja. Na gut. Der Zug kam um 20.35 Uhr an. Dankeschön. Ja, dann habe ich im Moment weiter keine Fragen. Tini. Verzeihen Sie bitte, Herr Markowitz. Aber für die Kinder war das ein großer Schock. Vor allen Dingen für Tini. Es ist ja noch nicht mal 17. Die Polizei war gerade da. Ach, die können das doch gar nicht. Oder habt ihr meinen Namen erwähnt? Natürlich nicht. Er lebt. Was? Na dann. Er liegt im Sterben. Er macht es nicht mehr lang. Hast du dir Training? Ach Quatsch. Ich scheiß auf das Training. Du gehst dahin. Es muss alles bleiben wie bisher. Der Hund. Ich hatte den Hund vergessen. Der Pförtner hat mir gesagt, Herr Wiegand hätte seinen Hund bei sich gehabt. Harry, der ist im Keller. Ah ja? Naja, eigentlich wollte ich auch viel mehr wissen, wie er da hingekommen ist. Er wird nach Hause gelaufen sein. Kennt ja den Weg. Ach, hat er an der Tür gekratzt, oder wie? Er war heute früh im Garten. Ich habe ihn reingelassen. Mhm. Naja, die Hauptsache ist, dass er wieder zu Hause ist. Er kommt ins Tierheim. Ja, wer soll sich denn um ihn kümmern? Na, Ihr Vater. Wenn er wieder zurück ist aus dem Krankenhaus. Tja, das war's denn. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Markowitz. Also... Bis dann. Sind Sie ein Bekannter der Familie? Ich bin ein Freund von Stefan. Ist ein guter Kumpel. Dann haben Sie auch von Herrn Wiegand gehört. Ja, ja. Gerade eben. Komisch. Nur, dass wir uns da drin nicht gesehen haben. Tja, müssen wir aneinander vorbeigelaufen sein. Sie sind gar nicht neugierig, wer ich bin. Mein Name ist Markowitz von der Kripo. Angenehm. Was machen Sie? Ich bin Fußballprofi. Angriff oder Verteidigung? Mittelfeld. Aber ich muss ja zum Training. Aber Mittelfeld ist immer gut. Bisschen komisch, der Junge. Und Sie? Ist doch kein Zufall, dass Sie rauskommt. Ist doch schon ein merkwürdiger Verein da drin. Sie sind ja immer noch da. Ja. Ich warte auf den Bus. Das war gelogen.
Ist mir nicht unsympathisch, die Frau. Es beruht bestimmt nicht auf Gegenseitigkeit. Ob ich noch immer da bin, dämliche Frage. Na klar bin ich noch immer da. Versuche schließlich den Mordanschlag auf ihren Mann zu klären. Richie! Komm! Tini! Hallo! Hallo! Was passiert? Ich sag dir gleich. Was ist los? Na bitte, das ist doch was. Der Sportsfreund hat mehr mit Tini zu tun als mit ihrem Bruder. Schön, dass sie da ist. Lass das. Aber er hat wohl Schwierigkeiten mit dem Mädchen. Lass das, hab ich gesagt! Achmed Acker erzielt die 1-0. 1500 Zuschauer waren aus dem Holz. Ja, viel ist es ja nicht. Torjäger, Unterhaltung. So wie ich das sehe, wird es auch nicht viel mehr werden. Wir sollten uns den Fall Wiegand möglichst schnell vom Hals schaffen. Ist ja nicht mal ein Mord. Soll ich den Wiegand erschlagen? Damit Sie zufrieden sind, Herr Dorn? Wäre gar nicht schlecht. Da hätten wir wenigstens gleich den Täter. Noch was? Nur, dass es spät geworden ist. Nach den Fingerabdrücken auf der Eisenstange braucht man nicht länger zu suchen. Die stammen von Wiegand selber. Die auf der Flasche, den Gläsern und dem Kassettenrekorder auch. Der Mann ist allgemein beliebt, nett, freundlich, hilfsbereit, zuverlässig. Höchstens sowas wie eine kleine religiöse Macke. Macht sich bei Betriebsfesten und Ähnlichem bemerkbar. Da predigt er so ein komisches Zeug und segnete die Kinder. Weit und breit niemand in Sicht, der scharf darauf wäre, bei ihm die Schotten dicht zu machen. Finanzielle Probleme? So gut wie keine. Stammt aus einer ziemlich soliden Familie. Das Haus hat er geerbt und als sogenannter Kesseling. Da könnte er sich allein leisten. Wo ist denn der Knopf? Was für ein Knopf? Der Knopf, den ich im Kessel gefunden und Ihnen am Tatort übergeben habe. Wahrscheinlich in der Asservatenkammer. Bei den anderen Sachen. Den Knopf will ich haben. Nichts zu bereuen. Meine einzige. Nichts. Wie sieht's dann aus mit ihm? Schlecht. Er hat viel zu viel von diesem Glukohlenwasserstoff erwischt. Wohl Restbestände in diesem Kessel, in dem er fand, nicht? Ja, alles, was man für ihn hätte tun können, kommt zu spät. Die Leber zersetzt sich. Es geht sehr schnell. Leider. Tja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Haben Sie denn kein Bett auf einer normalen Intensivstation? Es gibt auch Patienten, die auf dem Flur liegen. Es tut mir leid, aber Sie können jetzt wirklich nicht länger bleiben.
Herr Wiegand, ich weiß, dass Sie mich verstehen. Ich weiß auch, dass Sie sprechen können. Wer war die Person, die die Luke an dem Kessel zugeschlagen hat hinter Ihnen? Herr Wiegand, ich höre. Hey, Rafael, Herr Wiegand, ich weiß nicht, warum Sie schweigen. Aber Sie werden schon Ihre Gründe dafür haben. Hat er etwas gesagt? Nein. Er wird auch nichts sagen. Er hat nur mit Tini gesprochen. Haben Sie verstanden, was er ihr gesagt hat? Nein, nein. Herr Markowitz, ich habe eine Bitte an Sie. Lassen Sie meinen Mann in Ruhe sterben. Ersparen Sie ihm die Fragen, die er jetzt sowieso nicht begreifen würde. Frau Wiegand, sind Sie Ihrem Mann an dem Abend in die Fabrik nachgegangen? Nein, ich war zu Hause. Auch sonst niemand aus der Familie? Keiner, warum sollten Sie? Der Mann keine Verwandten? Doch, wenn ich Kontakt habe, ich kann. Und Sie? Passiert Ihnen sowas öfters? Nein, eigentlich nicht. Sollen wir nochmal zurückgehen zur Ärztin? Nein, danke, es geht schon. Soll ich Sie nach Hause fahren lassen? Nein, ich nehme lieber den Bus. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Gewusst. Was hat er dich gefragt? Gibt dich das was an? Bist du deswegen im Krankenhaus geblieben, um mit ihm zu sprechen? Nein. Mir war einen Moment lang nicht gut und er wollte mich nicht allein nach Hause fahren lassen. Ich traue diesem Bullen nicht. Mami, du musst vorsichtig sein. Vorsichtig, vorsichtig. Ich war lang genug vorsichtig. Und was ist daraus geworden? Ein großes Unglück für uns alle ist daraus geworden. Ich habe geschwiegen und geschwiegen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde meinen Mund aufmachen. Er soll ruhig alles wissen. Wer? Der Kommissar. Zum Beispiel. Bist du wahnsinnig geworden? Stefan. Du darfst das nicht. Und wer soll mir das verbieten? Ich. Jetzt schreist du, ja? Aber damals hättest du schreien sollen. Jetzt ist es zu spät. Für mich jedenfalls. Alles, was du willst, ist bloß dein gutes Gewissen retten. Auf unsere Kosten. Auf eure Kosten. Und wer kümmert sich um meine Kosten? Keiner. Komm, Mutti, zieh den Mantel aus. Lass das! Wir müssen doch zusammenhalten.
Wir sind nie eine richtige Familie gewesen, solange er da war. Jetzt sind wir es. Stefan? Ja, ja, ich bin noch da. Sind Sie ganz sicher? Und wann ist es geschehen? Hat er noch viel gelitten? Gut, ich verstehe. Vielen Dank. Er ist tot. Hol die Flasche. Hol die Flasche. Hier neben dem Bett hat er gelegen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe schon mit der Ärztin gesprochen. Ja, dann können wir ja wohl wieder. Wissen Sie zufällig, ob einer von Ihnen hier einen Knopf angelegt hat in dieser Jacke? Wieso? Fehlt ein Knopf? Nee, eben nicht. Wir drei, du, ich und das mir teuerste Geschöpf, das Geschenk ein. Soll ich ihn zu den Akten legen? Nee, nee, den warte ich noch ein bisschen. Na, Sie können schon vorgehen. Ich brauche hier noch ein Weilchen. Wir drei können nicht mehr miteinander leben. Einer muss gehen. Ich bin dazu bereit. Ja, ich bin sogar bereit, das unschuldige Wesen, die Quelle meiner Begierde, in den Tod mitzureißen, weil ich durch sie das höchstmögliche Glück erlebt habe, indem ich die jämmerlichen Gesetze der blinden Natur mit einem Schlag außer Kraft gesetzt habe. Was für ein Sieg. Ja? Ja, Christian, natürlich habe ich Zeit für dich. Moment mal. Frau Wiegand, ich komme nachher mal runter. Ich habe meine Aussage noch nicht zu Protokoll gegeben. Ja, das stimmt. Möchten Sie es dann tun? Ja. Ja. Ich möchte meine Mutter sprechen. Komm, komm nach Hause, sofort. Gut, ich komme später. Ja? Haben Sie nicht gehört? Oder wollen Sie auch zu mir? Nein. Na gut. Also ich warte draußen. Beeil dich. Und dann
Ja, und dann kam der Anruf und ich bin ins Krankenhaus gefahren. Ja, gut. Und davor? Es ist wirklich nichts Außergewöhnliches passiert an diesem Abend? Nein. Na, irgendwelche Meinungsverschiedenheiten, Streitereien? Und Sie behaupten, Sie sind Ihrem Mann nicht nachgegangen in die Fabrik? Nein. Kennen Sie diesen Brief? Nein. Mein Mann muss ihn vor fast einem Monat geschrieben haben. Sie wissen auch nicht, was er damit gemeint haben könnte? Nein. Und ich will ihn auch nicht weiterlesen. Hat Ihr Mann jemals Selbstmordgedanken geäußert? Ach, er war viel zu gläubig. Nicht im üblichen Sinne, aber er hatte seine eigenen Vorstellungen. Wo ist jetzt Ihre Tochter? In der Schule ist sie nicht. Ich habe gesagt, in der Schule ist sie nicht! Nicht? Nein. Zu Hause ist sie auch nicht, Maritschi ist sie auch nicht. Können Sie mir erklären, warum sie sich versteckt? Jetzt, so plötzlich, nach dem Tode ihres Mannes. Immerhin weiß auch ihr Vater. Wir brauchen nichts zu bereuen. Seine letzten Worte im Krankenhaus zu Tini. Nein, 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 bitte bleiben Sie. Wie war die Beziehung zwischen Tini und ihrem Vater? Normal, wie sonst. Eine einzige. Das hat er auch noch gesagt. Ja, das habe ich auch gehört. Es tut mir leid, Frau Wiegand. Ich glaube, ich habe mich da eben im Ton vergriffen. Entschuldigung. Es tut Ihnen doch gar nicht leid. Sie versuchen doch nur, die Leute auszuhorchen. Gut, ich weiß. Sie haben Ihre Arbeit. Und ich habe mein Leben. Und mit dem versuche ich seit Jahren fertig zu werden. Alleine. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es mir leid tut. Bleiben Sie. Das, was ich vorhin ausgesagt habe, stimmt alles. So, Christian. Du hattest was für mich? Ein Befund. Ich wollte, dass du ihn zuerst siehst. Entschuldigung. Ich sehe was. Ich weiß nicht, was ich sehe. Spermaspuren. Gefunden auf der Decke in Wiegands Büro. Es sieht so aus, dass er, bevor er in den Kessel gestürzt ist... Oder gestürzt wurde. ...noch Geschlechtsverkehr hatte. Tja, Mensch. Geschlechtsverkehr. Könnte das nicht auch... Sie meinen Masturbation? Danach sah es in dem Kapuff überhaupt nicht aus. Aufputschmittel? Naja, ich habe das alles gesehen. Diese Kassette? Drei Blumensträuße, zwei Gläser und diese Flasche Portwein hier. Da war eine Frau. Also doch Geschlechtsverkehr. Mehr als wahrscheinlich. Die Analyse spricht jedenfalls nicht dagegen. Hilft dir das weiter? Oh ja. Das bringt mich auf ein paar Gedanken.
Wiegand? Frau Wiegand! Tini! Frau Wiegand! Ja, hier ist Markowitz. Mein Standort, Dortmunder Allee 10. Hab hier eine tote Person, schick die gerichtsmedizinisch und das Übliche. Dann, wenn's geht, ein bisschen schnell. Okay. Für Tini nach meinem Tod, Achim. Was machst du denn da? Was machen Sie denn schon wieder hier? Was hast du denn da? Das ist für die Beerdigung. Ich will, dass Sie weggehen. Ja, aber Tini, das geht nicht. Ich will, dass nicht. Sie weggehen. Tini, hör mal zu. Ich will, dass Sie weggehen. Ich muss dir etwas sagen. Ich will aber, dass Sie weggehen. Du musst doch mal zuhören. Deine Mutter ist tot.
Ich wäre jetzt lieber an Muttis Stelle. Das wäre schön. Wir könnten. Ich habe ihre Sachen gepackt. Ja, Moment noch, ja. Woran bist du schuld, Tini? An allem. Weil, wenn ich nicht gewesen wäre, dann... Wann hat das angefangen mit deinem Vater? Er. Ja? Er. Er. Ja? Mutti ist tot. Weißt du, wo Stefan ist? Stefan hat vor... Ja. Komm, Tini, komm. Hier gibt's nichts zu sehen. Gehen Sie doch bitte zur Seite. Was ist passiert? Wo ist Tini? In dem Wagen da. Wohin habt ihr sie gebracht? In die Psychiatrie. Wo ist Stefan? Das geht sie gar nichts an. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ja, denk mal ein bisschen nach, aber schnell. Mit Pepper. Wo? In so einer Kneipe, da waren wir verabredet. Wo ist Tini? Was ist hier überhaupt los? Tinis Mutter ist tot. Sie ist tot. Ich muss zu Tini. Aber erst fährst du mich an diesem Peppermint vorbei. Was? Oder warten Sie doch mal einen Moment. Ich habe Ihnen was zu sagen. Ich will es aber nicht hören. Das werden Sie wohl hören müssen. Warum lassen Sie uns nicht endlich in Ruhe? Mein Vater hatte einen Unfall. Na und? Es war ein Unfall. Ein tödlicher Unfall. Sie hatten Differenzen mit Ihrem Vater, ne? Was? Na ja, als er im Krankenhaus lag, da waren Sie doch nur daran interessiert, dass er stirbt. Haben Sie noch nie gehört, dass Söhne Schwierigkeiten mit ihren Vätern haben? Und Töchter? Ihre Mutter ist tot. Schlaftabletten heute Nachmittag. Es tut mir leid, ich muss Ihnen sagen. Schlaftabletten? Sie haben meine Mutter in den Tod getrieben. Wenn Sie nicht wären, wäre meine Mutter noch am Leben. Du, es tut dir leid, ja? Du Bolle. Du mit deiner ewigen Fragerei, mit Ihrem blöden Verständnis, mit Ihrer Schnüffelei. Komm, halt die Klappe! Ich lasse nicht zu, dass Sie auch noch die Tini. Der erste Finger von meiner Schwester. Oh. Sie sollten sich was schämen in Ihrem Alter mit kleinen Mädchen, Sie. Mensch, komm, komm, ab! Komm, wir gehen. Du könntest mir die Polizei anrufen. Wie bist du hierher gekommen? Ich hab der Schwester gesagt, ich bin dein Bruder. Nein! Holst du mir ein Glas Wasser? Tini, komm, bitte. Nur einmal.
Ich liebe dich doch. Nein, es geht nicht. Ich mag dich, aber es geht nicht. Mit dir nicht und mit mir nicht. Tini, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen weg. Italien, weißt du noch? Mailand, Neapel, tolle Stadien. Ich kann da spielen, wir können da leben. Tini! Ich muss zur Beerdigung. Ich hab mir doch schon das Kleid gekauft. Tini, komm, pack deine Sachen. Wir hauen ab. Lass mich los! Du sollst mich loslassen. Verdammt. Tini, du kriegst Besuch. Schick ihn wieder weg, hörst du? Was wollen Sie? Mal sehen, wie es dir geht. Tini, ich habe mit deinem Arzt gesprochen. Du musst mit jemandem reden. Muss ich nicht. Ohne mich würde Mutti noch leben. Tini, ich muss dich das fragen. Wann hat dich dein Vater das erste Mal sexuell belästigt? Das war, als er vor... Konfirmation. Wie alt warst du denn da? 'Wussten die anderen davon? Ja, Mutti wusste es und Stefan auch später. Und? Nichts. Und du? Was denn? Du hättest ihn anzeigen können. Ihn anzeigen? Sie haben überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich ja gewehrt. Ich habe ihn umgebracht. Wen? Na, meinen Vater. Du meinst, du warst an dem Abend auch in der Fabrik? Ja. Wie bist du denn da reingekommen? Beim Pförtner noch wohl nicht? Nein, durch den Seiteneingang. Ich sollte ihm doch immer den Kaffee bringen. Und dann, und als er das mit mir gemacht hat, dann hab ich die Luke vom Kessel zugemacht. Alleine? Ja. Ein bisschen geholfen hat sie mir schon. Wer? Mutti. Jetzt habe ich ja noch eine Beerdigung. Ist gut, die Idee kommt nicht mehr hin.
euch alleine. Nein. Ich sowieso besser dran. Nein, ich komm schon. Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Los, los! Du hast eine schöne Jacke an. Ist die neu? Nein, die habe ich schon lange. Aber da fehlt leider ein Knopf. Richie, so einen Knopf habe ich in dem Kessel gefunden, in dem Tinis Vater lag. Komm, zieh die Jacke mal aus. Richie, hau ab! Das wär's. Da können Sie lange hinterher rennen. Der fährt durch bis Warschau. Ist aber schade um die schöne Jacke, hm? Schöne Scheiße. Was soll denn das ganze Theater? Tini hat doch längst ein Geständnis abgelegt. Du hast was? Hab ich. Ich hab ihn umgebracht. Aber das darfst du doch nicht sagen. Du warst es doch nicht. Du warst es doch nicht. Sie sehen doch, sie weiß nicht, was sie sagt. Das ist ja gut. Also du warst es. Ja. Ich hab's getan. Ich hab's getan. Zuerst sah ich Tini, wie sie halbnackt und total fertig vor ihrem Alten weglief. Es war fürchterlich. Für mich war es so ein Schock, dass ich... Ja, ich habe durchgedreht. Ich habe einfach durchgedreht. Er ging auf mich los wie ein wildes Tier. Schlagen haben wir uns bei dem Kessel. Aber ich wollte ihn nicht töten. Bloß richtig bestrafen wollte ich ihn. Für alles, was er Tini angetan hat. Ja, ich wollte ihn bestrafen. Hat er was gesagt? Dass er mich umbringt, hat er gebrüllt. Dann habe ich ihn reingeworfen in den Kessel. Und die Luke zugemacht. Und die andere Luke? Welche Luke? Die gegenüberliegende. Ach die. Dann hab ich auch verriegelt. Ich bin rumgerannt auf die andere Seite. Du, das glaube ich dir nicht. Du lügst. Es war genauso, wie ich es ihnen gesagt habe. Und Tini und Stefan? Die hatten damit nichts zu tun. Und schon gar nicht meine Tini. So, jetzt habe ich die Schnauze voll von deinem Mädchen. Geh zurück in deinen Kindergarten, Mensch. Und dein dämliches Gefasel hier, das können wir auch vergessen. Komm, Mensch, mach, dass du da rauskommst. Gefasel? Ich schwöre, ich habe Achim Wiegand in den Kessel geworfen, nachdem er seine Tochter missbraucht hat. Missbraucht hat! Meine Tini. Er hat sie jahrelang missbraucht und sie vollkommen fertig gemacht. Meine Tini. Ich hab sie lieb. Richie,
Ich muss das machen. Das ging alles ziemlich schnell. Und jetzt? Jetzt tut's mir leid. Jetzt tut es dir leid. Ich hätte dir früher leid tun müssen, Richie. Jetzt hilft es uns auch nicht mehr. Darf ich? Ausmachen? Okay. Ausmachen? Ich wollte ja noch mal zurück und die Luke aufmachen. Aber ich musste Tini nach Hause bringen. Sie war in Ohnmacht gefallen. Und als ich wieder ankam, bei der Fabrik, dann war es schon zu spät. Alles voller Polizei. Es kommt aber nicht ins Protokoll. Versprochen? Ist versprochen, Richie. Ich lasse das dann fertig machen. Willst du dann unterschreiben? Klar, und dann? Dann kommst du von Untersuchungsrichter. Und? Und dann kommst du ins Untersuchungsgefängnis. Einverstanden. Und dann habe ich ihm alles erzählt. Was, du spinnst ja. Richie hat ihm auch alles gesagt. Richie? Das ist ja wohl Wahnsinn. Das war eine kolossale Dummheit. Uns hätte doch gar nichts passieren können, gar nichts. Aber es war doch die Wahrheit. Tini. Komm, pass auf dich auf, ja? Du auch. Herr Gerber, ich hätte jetzt gern den Knopf, den Herr Wiegand im Kessel verloren hat. Brauchen Sie den noch? Ja, Knöpfe kann man immer gebrauchen. Herr Pohl. Tja, jetzt haben wir zwei Geständnisse. Eins zu viel, was? Da wird der Staatsanwalt sich aber freuen. Na, lieber zwei als drei. Also, die gehören doch zusammen. Aber mein lieber Richie, da kannst du noch so viel jammern und toben. Alleine hast du das nicht fabriziert. Das musst du schon jemandem erzählen, der keine Krämpfe am Hut hat. Ja, wo soll's denn hingehen? Ich wollte zu Ihnen. Die Tasche? Ein paar Sachen für den Knast. Ich war's. Was? Ich hab meinen Vater umgebracht. Er war ein durch und durch schlechter und perverser Mensch. Wie er meine Mutter und meine Schwester zugrunde gerichtet hat. Das war, ja, das musste bestraft werden. Aber du wusstest doch längst, dass Tini und dein Vater... Ja, klar. Aber an dem Abend war er völlig außer sich. Er war wütend wegen Richie. Und mich wollte er umlegen, weil ich ihn anzeigen wollte. Hat er umlegen gesagt? Dass er mich umbringt, hat er gebrüllt. Da habe ich die Luke zugeknallt. Und die zweite Luke? Die zweite? Ja, die habe ich auch zugeknallt. Das kaufe ich dir nicht ab. Es war aber so. Und Richie war nicht mit dabei? Nein. Richie war draußen bei Tini. Stefan, das glaubst du doch selber nicht. Ich habe es alleine getan, wirklich. Vielleicht sogar zu spät. Mein Vater. Er hat Tini ruiniert. Meine Mutter ist tot. Und mein Leben ist jetzt auch im Eimer. Der hat es verdient. Ist dir nicht der Gedanke gekommen, die Luke wieder aufzumachen? Nee. Damit die Hölle von vorne losgeht? Nee. Aber Richie, er wollte unbedingt zurückfahren.
Nur ich wollte ihn nicht alleine fahren lassen. Ach, dann seid ihr doch mal hin. Ja. Aber der wart ja schon da. Ja, schlaf mal drüber. Du kannst ja dein Geständnis von dem Untersuchungsrichter ohne weiteres widerrufen. Ich hab ihnen die Wahrheit gesagt. Ich weiß auch nicht, warum Tini und Richie. Vielleicht wollten sie mich schützen. Tja. Das wäre eine Möglichkeit. Und was war mit Ingrid? Ja, Quatsch, ich meine ihre Mutter. War sie dabei? Nein. Ja, später. Also war sie auch mit am Kessel? Nein. Sie hat sich um den Hund gekümmert. Hätte sie es verhindern können? Nein, das konnte sie nicht. Richie oder Stefan? Oder Stefan und Richie? Ist doch vollkommen wurscht. Den Alten haben sie beide auf dem Gewissen. Damit müssen sie jetzt leben. Diese dummen Bengels. Wird schwer genug für sie sein. Aber der hat's doch verdient, der Alte. Verdammt nochmal, der hat sie doch alle missbraucht. Nicht nur Tini. Also. Also, weg damit. Guten Tag, Herr Staatsanwalt. Sie wollen mich sprechen? Steigen Sie bitte ein. Wo geht's denn hin? Ich muss zum Gericht. Ich habe Ihre Ermittlungen in der Sache Achim Wiegand gelesen. Ich habe sie nochmal gelesen. Ich habe sie richtig studiert. Ich komme einfach nicht weiter. Ist ja ein wirres Zeug. Vage Aussagen. Keine Indizien? Nein. Dafür aber drei Geständnisse. Wir wissen beide, dass es bei so einem Stand eine Anklage wahrscheinlich gar nicht bis zur Hauptverhandlung bringen würde. Ja, und was dann? Ohne Hauptverhandlung kein Schuldspruch. Und keine Strafe. Ja, das ist allerdings ein großes Problem, ja. Allerdings. Ja. Ich könnte hier aussteigen. Halten Sie an. Tschüss, Meier. Ohne Schuldspruch keine Strafe. Das hört sich ja alles gut an. Die ganze Familie ist kaputt, wenn das keine Strafe ist. Irgendwie hat er ja recht. Aber ich habe mehr Recht. Nach Osloer Straße zurückbleiben. Thank you.